Ja, und immer noch sind wir auf dem Chatuchari-Markt oder irgendwie so ähnlich. Vergiss den Namen immer, aber ist ja Wahnsinn. Also Fressmeilen ohne Ende. Ich bin jetzt mal eine Runde durchgelaufen. Du brauchst allein für die Außenstraße. Also wenn normal durchläufst, so eine Viertelstunde. Also es geht einmal ringsherum. Und ja, brauchst bestimmt eine Viertelstunde. Aber wirklich, und innen ja auch noch alles. Also wir haben jetzt nicht nur die Außenstände, sondern innen eben auch noch Porzellan, Stoffe, Seide, was das Herz begehrt, Teppiche. Also wirklich ein Riesenmarkt. Ja, macht aber Spaß. Und hier die ganzen Fressmeilen und überall Mangosaftstände und Mango und Reis. Das ist, glaube ich, so das Nationalessen hier, so frische Mango und Reis. Haben wir zwar jetzt in Chiang Mai auch mal probiert, aber war jetzt nicht so unser Ding. Sogar Döner gibt es hier. Aber wer nach Bangkok kommt und übers Wochenende die Möglichkeit hat, muss den Markt auf jeden Fall besuchen. Das ist wirklich absolut eine Reise wert. Und es ist auch okay, es ist zwar jetzt voll, aber man sieht es ja selber. Also man kommt gut durch, locker durch, die Straße ist so breit.